An einem Sonntag im Oktober 2012 aßen wir einen Kuchen vom Supermarkt. Und als ich die Plastikverpackung abspülte, um es zu die Mülltrennung der PET-Wiederverwendung zu tun, fiel mir den Oktogon auf. Und nach näherer Betrachtung sah ich zu meinem Erstaunen, dass da sogar die geheime Machtstruktur vom Feind des Innern abgebildet war. Für so dumm und dämlich halten sie uns, dass sie es vor unseren Nasen abbilden. Der innere Kreis ist ein Hexagon, Hexagramm oder Sechseck, was eine 6 ergibt. Wie in dem Winkel und Zirkel der Freimaurerei, das ist der befehlende Kopf des Biestes, der innere Kreis. Hexagon, innere Kreis. Planet Saturn mit hexagonaler Pol. Dann kommt der mittlere Kreis, das Oktogon, Oktogramm oder Achteck, was die Nummer 8 ergibt. Und Oktogon schützt den inneren Kreis vor die 4 und äußere Kreis. Oktogon sind die Templer, den militärischen Arm, ihre Basis die Schweiz und die weltweite blaue Armee des Innern. Mit ihren oktogonalen Mützen und Abzeichen. Also dann haben wir hier Oktogon. Templer ist Schweiz. Sogar die Mütze der New Yorker Polizei ist oktogonal. Oktogonal in Hamburg Mütze. Original Geheimpolizei. Oktogon, oktogonal gegen das deutsche Volk. Und schließlich der äußere Kreis, das Viereck und untere Basis der hierarchischen Pyramide, was die Nummer 4 entspricht. Das Viereck, die Basis. Und hier sehen wir, wie die Nummer 4, ne? Genau richtig auf diese Nummer 4 passt. Passt ganz genau. Das sind wir. Also von innen nach draußen gibt 6 die Befehle an 8. Und 8 befehligt 4, was in Friedenszeit die Nummer 684 ergibt, was zusammen 18 ist. 3 mal 6. Und wenn in Kriegszeit das Recht auf Befehl zu töten gegeben wird, dann gibt die 8 2 Punkte an die 4, was die beiden Hände des Mannes am Kreuz befreit, wodurch die Zahl 666 in Kriegszeiten entsteht. Früher hat man vor allem die Fassaden der Häuser mit Geheimsymbole im Stein versehen. Jetzt gibt es im neuen Zeitalter, die neue Weltordnung, Plastikverpackungen und Firmenlogos, womit sie prächtig ihre Kartells verständigen können, damit jeder Business innerhalb der Familie des großen Haus des Per A Pharaonentum Geschäfte machen kann. Aber dass einer so frech ist, dass er die allgemeine Machtstruktur des großen Hauses oder Per A auf einer Kuchenverpackung präsentieren würde, das ist doch wirklich sehr dreist. Man hat wohl nicht damit gerechnet, dass es Menschen wie Gyuris Sean Ross gäbe, dem die Strukturen der Macht und ihre Geheimsymbole durchaus bekannt sind.